Hey Leute, es ist Sonntag, Mittag, kurz vor 13 Uhr und ich mache mich wieder auf den Weg zur Firma. Heute fahren wir Seat Ateca bis unter das Dach voll, wie es sein soll. Naja, bis unter das Dach nicht. Alles ebenerdig geladen, ist ja klar. Also normal geladen. Wenn ich das hier mal aufmache, dann kann man mal reingucken. Ich drehe das mal um. Dann sieht das halt immer so aus, ne? So, so, so. Und dann die schweren Taschen, alles unten natürlich. Hier oben ist das nur mein Essenskorb und der Rest ist dann alles unten, die Taschen. Und hinten die schweren Taschen drin. Also von daher habe ich auch hier in dem Ateca alles mitbekommen. Man muss doch immer wieder staunen, wie groß so ein kleines Auto doch in Wirklichkeit ist. Er soll ja auf Tiguan-Größe sein. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber es geht wenigstens alles rein. So. Und nun mache ich mich mal auf den Weg. Bis dann. Ja, Leute, mein kleines Update hier von der wunderbaren A2. Ich bin jetzt um 17.20 Uhr auch schon mal in Braunschweig Hafen angekommen. Ich habe hier einen Stau nach dem anderen. Es sind Massen unterwegs. Es ist völlig geisteskrank. Auf dem Berliner Ring habe ich alleine schon eine Stunde verbracht, obwohl Google Maps gesagt hat, da ist nichts. Ja, und dann gab es einen Unfall in der Baustelle. Den konnte man ja nicht wissen. Und dann war schon wieder die Kacke am Dampfen. Und jetzt war in Magdeburg natürlich hier Allerhingersleben, die Baustelle, auch die Hölle los. Dann bin ich schon in Bornstedt runtergefahren, Umleitung gefahren. Eine andere als alle anderen, weil da war auch dann in Erxleben alles voll. Und dann bin ich wieder raufgefahren, kurz nach Helmstedt. Und wie gesagt, jetzt gerade an der Abfahrt, Braunschweig-Hafen hier. Und wir haben schon wieder 60 Stauzeichen. Alles krabbelt, alles schleicht. Ich glaube, bis jetzt soll ich um 19.30 Uhr ankommen in der Firma. Ich glaube, das wird nichts werden. Es sind immer noch 218 Kilometer. Es wird heute nicht weniger. Nö, nö. Na, mal sehen. Kann ja nur besser werden. Tja, Leute. Da haben wir jetzt erstmal eine Pause gemacht oder gerade mal hochgefahren hier, der Ateca und ich, auch wenn wir nicht schnell vorwärts gekommen sind. Alles von Braunschweig, Peine bis knapp vor Hannover mit 60 und viel Verkehr. Und jetzt stehe ich hier auf der Raststätte, wo die lieben Kollegen ja auch schon wieder alle rumsitzen, den Sonntag verbringen. Da ist gerade noch Abendbrot, denn wir haben es ja schon mal 18.30 Uhr und ich bin ja noch lange nicht da. Die Sonne ist jetzt mal wieder da, zwischendurch regnet es auch mal. Aber ich sag euch, diese Scheiße mache ich nicht mehr mit. Diesen Rotz sonntags zu fahren, das Thema ist für mich durch. Ich werde das jetzt anders machen. Nächstes Jahr werde ich am Samstagabend mit dem Mietwagen losfahren. Dann bin ich, oder Samstag am Mittag, dann bin ich Samstagabend in der Firma. Und dann kann ich Sonntag in Ruhe einräumen. Und dann könnt ihr hier Sonntag von mir aus mit 10 km/h über die Autobahn fahren. 48 Vollsperrungen machen, das ist mir dann sowas von scheißegal. Aber diesen Müll tue ich mir nicht mehr an. Das ist wieder so ein absoluter Extremsonntag, den ich schon jahrelang nicht mehr hatte. Aber der reicht mir total, weil das geht mir so auf die Nerven. Das stresst mich dermaßen. Es ist absolut zum Kotzen. Ich habe da keinen Bock drauf. Also, für nächstes Jahr anderer Stil. So, und jetzt gehe ich auf Klo. Einen wunderschönen guten Abend. Ha, guten Morgen. 0.30 Uhr. Fertig. Eingeräumt, alles fertig gemacht. Schäden dokumentiert. Reichlich Anfahrschäden. Ja, Staufächer sehen aus. Naja, dreckig war er innen, nicht so wie ich ihn übergeben habe. Kühlschrankdeckel voll geschmiert. Der Mitteltisch klebrig, dreckig. Die Rückwand in der Mitte, schwarze Flecken drin, als wenn man sich da mit einem nass geschwitzten Körper immer angelehnt hat. Also alles andere, als wie ich ihn abgegeben habe. Und jetzt bin ich fertig mit Einräumen. Wir haben nichts hier laden. Wir laden morgen früh erst in Drehen-Steinfurt. Und dann habe ich noch eine zweite Ladestelle. Aber jetzt werde ich erstmal zu Bett gehen. Wie gesagt, 0.30 Uhr, um 5 werde ich aufstehen.
duschen gehen und dann so 6, 6.15 Uhr losfahren. 58 Kilometer erstmal bis zur nächsten oder erst bis zur ersten Ladestelle. Und dann, ich weiß nicht, 42er Postleitzahl, muss ich erstmal gucken, wo das noch ist. Da weiß ich gar nicht, wie weit das ist. Ja. Ich bin erstmal pappesatt mit allem drum und dran. Der Tag war heute sowieso vom Arsch. Und morgen geht's dann mal weiter. In diesem Sinne, gute Nacht. Oder für den anderen, guten Morgen. Wir sehen uns. Ciao.